Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Fang Min. Ja, und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele auf Zuschauer und Wunschmillen-Perks Technikerin, Beweise dich, Déjà-vu-Erlebnis und Bindung. Und wir spielen gegen einen Hinterwäldler. So. Der wahrscheinlich gerade so ein bisschen die Runde verflucht, dass er auf dieser Map gelandet ist. Das ist Billy. Ich überlege, ob ich da vielleicht bleiben soll mit dem Fenster. Okay. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass er mich da nicht findet. Jetzt renne ich direkt in die Sackgasse rein. Okay. Ich bin tot. Ja, ich hab verhauen. Ah, oh, tut das weh. Das war jetzt kein guter Laufweg. Aber auf der anderen Seite, in diesen Indoor-Maps, manchmal, du rennst in einen Raum rein, hast du vielleicht eine Palette. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Sackgasse. Du wirfst die Palette vielleicht um, kommst da nicht drum rum. Naja. Ich meine, immerhin, das Team hat schon mal einen Gen repariert. Und der nächste von Ace dort hinten ist auch schon recht weit. So wie es aussieht, Ace repariert einfach weiter, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass der Hinterwäldler dort in der Nähe ist. Kate wird gejagt. Magst du mich heilen? Danke. So, ich meine, das Gute ist, es ist nur Indoor-Map. Normalerweise hat man es da schwer, Generatoren zu finden, aber durch Déjà-vu-Erlebnis weiß ich halt etwa Bescheid, wo ich hin muss. So, und durch Bindung weiß ich auch, wo meine Teammates sind. Ich kann versuchen, denen da zu entgehen. Oder gemeinsam irgendwo mich mit denen ranzusetzen mit Bindung. Okay, ich mache hier weiter. Die arbeiten dort. Perfekt, Kate wird gejagt. Dort unten. Mal schauen, im Moment sieht es nicht so leicht für den Hinterwäldler aus. Einen Haken mit mir hat er gemacht, jetzt den zweiten. Dafür hat er schon zwei Gens verloren. Der dritte auch schon bei einer Hälfte jetzt langsam. Nicht mehr. Bei einem Drittel. Das gibt's doch nicht. Okay. Er ist dort hinten noch. Ace geht retten. Ist das ein oder ein Zwei-Personen-Gen? So, die nächsten Gens sind die drei. Ich hoffe, dass Ace die Rettung schafft. Hier haben wir wieder einen Gen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hinterwäldler mit Barbecue spielt. Schließlich wusste er in etwa, wo wir dann sind. Es kann auch sein, wenn wir Pech haben, dass Ace gerade gejagt wird und einfach nur nicht das hat registriert, also beziehungsweise nicht registriert ist, dass er in der Jagd ist. Ich denke, die wird in die zweite Phase kommen. Mist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt losrennen sollte oder vielleicht Ace dort noch in der Nähe ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Billy vielleicht so langsam sich denkt, warum nicht einfach den Haken campen. Okay, der wurde gerettet, super. Die ist selbst vom Haken gesprungen, der zweiten Phase. Ich glaube, das war der Anti-Face-Camp-Balken. Also, sah zumindest so aus. Okay, hallo Michaela. Ja, die wird jetzt krass getunnelt. Immerhin, der nächste Gen ist gleich durch, also der letzte. Und dank Beweise dich reparieren wir auch zu zweit schneller. Vielleicht hat Kate ja Adrenalin, das würde zwar jetzt nur die tiefen Wunden heilen, aber zumindest... Nee, sie hat kein Adrenalin. Zumindest hätte sie halt einen Boost gehabt. Ace ist an einem Tor dran.
Mist. Ich habe mich jetzt extra im Schrank versteckt. Wegen Barbecue. Ich schätze aber, dass er die Michaela ja gesehen hat. Und so wie es aussieht, hat er jetzt auch meine Spur. Also zumindest denke ich mal, dass er mir folgt. Yep. Okay, perfekt. Er ist irgendwo gegengesäbelt. Nee. Hallo, Billy. Und tschüss, Billy. Okay. Wir haben es doch irgendwie rausgeschafft. Ach man, was für eine Runde. Arme Mikael. Doch Kate war es. Arme Kate. Die hat es erwischt. Wir haben auch nur einen Black Pip gemacht. Naja. Er hat den Addon mit, dass er... Ah, bis die schnell... Okay, verlängert die Dauer, bis die... Okay, er ist länger in seinem Overdrive. Und außerdem, wenn er gegen ein Objekt sägt, dann erholt er sich davon schneller. Zwei Leute haben sich auf die Map gewünscht. Boah, ist schon fies. Aber warum haben die sich auf die Map gewünscht? Ich meine, naja, keine Ahnung. Das war der ideale Konter. Na gut, dann würde ich sagen, springen wir in die nächste Runde. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder in der Runde mit Fang. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. So, okay. Ich suche mir vielleicht lieber einen anderen Gen. Jägerin, okay. Ich würde mal nach oben gehen. Okay, da wird schon die erste gejagt. So. Oh, die spielt mit Seelenbrecher, interessant. Heißt, ich bin blind und erschöpft, solange ich die repariere. Und das hält noch 5 Sekunden dann an. Das Gute ist, durch Technikerin sind meine Reparaturlaute weniger gut zu hören. Also nur aus einer näheren Distanz. Das heißt, vielleicht hört sie den Gen, aber weiß vielleicht nicht, dass jemand gerade aktiv repariert. Oh, Jägerin? Nee. Na, da hast du so eine komische Lücke. Ich gehe hierher. Ne, ihr seht, das ist so ein bisschen größer, Platzflacherei. Ne. Okay, dagegen. Oh, das ist gefährlich, wenn du oben drüber wirfst. Okay. Oh, Jägerin, lass mich doch mal. Hör doch mal auf! Gefährlich! Okay. Ich versuche mich immer hinzuhocken, dass ich eine kleinere Hitbox habe. Wenn sie mich vielleicht nicht trifft. Ultimative Waffe. Okay, die jagt die LOD. Ich weiß nicht, was das gerade war. Er wollte mich einfach hier oben töten. Aber hat zum Glück es nicht hinbekommen. Ich glaube halt, durch diese größeren Lücken kannst du leichter werfen. Hier ist ja eine und dort ist auch eine. Mit dem Todesboten könntest du es vielleicht auch schaffen. Ich glaube, so eine Axt ist aber zu groß, um durch die normalen Lücken durchzukommen. So. Okay. Ich gehe nach dort unten. Jane hat den nächsten Gen, dort oben. Die hat jetzt auch recht schnell alle Gens verloren, aber ich meine, hat ja auch seinen Grund. Sie hat jetzt versucht, immer mit der Axt zu snipen. Okay, ich mache hier unten einfach weiter. Na, was wird denn das? Vor allem, ich denke, ich habe hier meine Ruhe ein bisschen am Reparieren. Die jagt irgendjemand anderen, aber nee. Selbst beim Reparieren muss man ständig Angst haben. Keine Ahnung, Jane wird gejagt. Vielleicht will die Jägerin auch gerade einfach ein paar coole Schüsse üben.
Aber ich misstraue auch immer den Killern. Vielleicht haben, hat die immer noch irgendeinen Ass in der Hinterhand. Ja, da fliegen schon wieder die nächsten Beile. Okay, immerhin. Mein Gen ist gleich durch, der nächste Gen ist auch gleich durch. Scheint eine sehr schnelle Runde zu werden. Jetzt ist der erste down. Ich weiß nicht wo, weil ich blind bin. Und scheint dort hinten irgendwo. So, mein Gen ist gleich durch. Das war ein bisschen sehr riskant von mir. Oh, schade. Oh! Okay, guter Wurf. Aber ja, das meine ich. Ne? Es kann doch sehr schnell dann alles zu Ende gehen. Sie hat einen Addon mit, dass ich blind bin, wenn sie mich mit der Axt trifft. Keine Ahnung, wo meine Teammates sind. Oder muss sie doch... Nee, sie hat... Ah, oh, sie hat das Totem-Perk. Das ist ihr Plan also. Uff, wie gemein. Die spielt mit das dritte Siegel. Und das hat den Effekt, dass wenn sie Überlebende irgendwie verwundet, dann werden diese Überlebenden blind, solange halt bis das Totem steht. Und deshalb hat sie versucht, am Anfang der Runde alle mit Äxten abzuwerfen, damit wir alle schön blind werden. So. Okay. Und zusätzlich noch mit Panikmacher und mit... Lauf. Ey Leute, lasst mich doch mal bitte hier weg. Ich weiß nicht, wo die andere liegt. Das war ihr Plan, ne? Sie wollte uns alle blind machen. Dort. Sie spielt auch noch mit Knockout. Das heißt, man sieht liegende Leute nur, wenn man in der Nähe ist. Wenn sie sie mit einem Grundangriff niederschlägt. Und deshalb habe ich sie jetzt nicht gesehen, die andere aber direkt schon. Okay. Das ist halt, ich denke, das ist halt so eine Sache, wenn du als Solo spielst, ist es halt richtig anstrengend. Aber wenn du in einer Survival Friends Gruppe spielst, kannst du den Killer da ganz gut auskontern. Ich versuche abzuhauen. Ich wollte von der anderen halt weg, ne? Ja, die hat wirklich einen Blind-Addon drauf. Ich weiß nicht, wo Elodie ist, solange das Addon aktiv ist. Jane ist zum Glück schon gesund wieder. Die anderen sollten mich finden. Dort unten sind die. Gehe ich mal von hier unten weg, von der Schrottlaube. Dort wäre ein Tor. Boah, ist schon echt... Ich finde das richtig cool irgendwie. Das ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung, die man aber auch erstmal rallen muss, also verstehen muss, dass die uns halt alle, blenden möchte, halt keine Haken machen. Ich meine, mit einem Killer wie der Jägerin finde ich das noch okay. Ich glaube, wäre das jetzt eine Krankenschwester, würde ich das sehr frustrierend empfinden. Okay, ich erhole mich mal. Jetzt gehe ich mal hier hinter diese Fässer. Da hat sie jetzt hier die eine erwischt. Danke dir für die Heilung. Ich denke, die Jägerin will mehr. Die andere kriegt raus, okay, der Jägerin geht's nicht um Kills. Okay. Hallo, ich heile dich. Jane, lauf. Nein. Okay, aber Elodie ist raus. Aber ich denke auch, dass Jane rauskommen wird. Die weirde Runde, der Jägerin ging es wirklich nicht um Kills, sondern jetzt zum Schluss halt einfach um uns zu sluggen. Das mit dem mit der Erblindung ist schon super interessant. Ich dachte halt eigentlich, dass das dritte Siegel die irgendwie nicht das Jane wiggelt. Ich weiß nicht.
Ah, okay, die spielen jetzt rotes Licht, grünes Licht. Das heißt, wenn die sich umdreht, muss sie aufhören, also wenn sie hinguckt. Oh, darf sich nicht bewegen, wenn die hinguckt. Das ist schon süß. Okay. Das ist schon eine Runde. Ja, hier, das dritte Siegel, ne? Wird ein Überlebender mit einem Grundangriff oder einem Spezialangriff getroffen, während er das Fluchttotem aktiv ist, setzt der Statuseffekt der Blindung ein, bis halt das Totem aktiv ist. Alle können davon betroffen sein. Wir haben dazu Knockout, ultimative Waffe, Seelenbrecher. Hätte halt schnell passieren können. Dazu noch. Nee, sie hatte keinen Addon, dass das erhöht, okay. Aber es hätte halt schnell passieren können, dass plötzlich alle liegen. Naja. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!